Also, let's go. Bin gespannt. So, es wird natürlich ein Best of Three sein. Bedeutet, wer zwei Runden gewinnt, ist eine Runde weiter. Ist auch interessant. Ich habe zum Beispiel ewig oder noch nie so einen Wii-Trainer gesehen, der quasi so ein bisschen in so einem Turnier so mitmacht. Ihr könnt die Charaktere natürlich auch wechseln. Euch bleibt offen, mit wem ihr kämpfen wollt, mit wem ihr zuerst kämpfen wollt. Als zweites ist es völlig egal. So, in der Zeit werde ich mal kurz versuchen, ein Turnier zu erstellen. Dann danke ich an Nave und Yasaka schon mal für die Idee mit dieser Seite hier. Und guck nach, wie das jetzt hier laufen wird. Ich finde diese Aussagen von dem Dingsbums auch immer so geil. Streckt die Bauchmuskeln oder sowas, hat er gemacht, ne? Ja toll, ich muss das irgendwie einstellen, dass das nicht mehr dunkel wird. Das geht ja auch irgendwo, ne? Was habe ich denn gerade gesagt? Worum geht's denn jetzt gerade? Also das ist schon ziemlich krass, ja? Wir haben schon über 2 Minuten und beide sind noch immer bei 3-Stock. Dass der Bildschirm dunkel wird, lol. Aber sagen wir mal so, beim Maxien oder sowas hat das ja auch funktioniert, ne? Ich glaube nicht, dass er da irgendwie was gedrückt hat oder so, oder? Hatte der seinen Controller immer da liegen. Okay, ich werde mir die Sachen gleich mal so ein bisschen aufschreiben. Muss ich ja dann so machen. Ja, mal gucken. Ist jetzt aktuell wieder ziemlich ausgeglichen, nachdem der erste Stock von Duke mit doppelt so vielen Prozenten runtergegangen ist. Dann noch sowas zu schaffen, aber jetzt ist natürlich wieder fast doppelt so viel. Ich kenne die Attacken auch gar nicht mehr so vom Trainer. Da war ich natürlich, ist ein Side-Air, Down-B, Down-Special. Ach die Scheiße. Das war ein kleiner Suicide, wie es aussieht. Der Schild wird kleiner, dann ist man natürlich anfälliger. Muss man immer bedenken. Da war ja der Donnerblitz gerade, ne? War der Eisenschweif da von Pikachu gerade ein Neutral Air oder war das ein... Das war ein Neutral Air, ne? Ui, da war ein Lag. Hat eine andere Idee. Ich könnte ja einfach... könnte ich nicht...
Okay. Da ging das erste. Die erste Runde geht anscheinend an Duck. Sag mal, das eigentlich richtig Duck oder Duck? Nee, okay, Duck hat die erste Runde verloren, alles klar. An mich, ja. Falsch gesehen. Also wenn ihr fertig seid mit Charakter aussuchen oder sowas, könnt ihr sofort weitermachen. Ansonsten sucht euch einen Charakter aus, ne? Mit Pikachu unterwegs. Zweite Runde startet er mit Lucas. Da bin ich auch mal gespannt. Weil Lucas-Spieler sehe ich an für sich eher, ja, eher selten auch online. Aber die, die es dann so competitive machen, die sind dann echt krass drauf teilweise. Fuck. Das war auf jeden Fall ein Front-Tilt. Oh, dieser PK Fire, wie ich diese Attacke hasse. Aber im Nest ist die ja sogar noch schlimmer, ne? Beim Nest ist die echt noch schlimmer. Dann brennt sie ja so ein bisschen da drin. Ich habe auch seit die spammende Nässe schon gesehen. Das ist echt übel. Das macht keinen Spaß. Vor allem, wenn dann so ein Ganondorf bist oder so. Mit dem spiele ich ganz gerne mal. Da finde ich, muss das noch so ein bisschen geändert werden. Das Online-System. Dass man quasi sich drei Charaktere aussucht oder so. Oder zwei von mir aus. Oder drei halt, das wäre ganz cool. Und wenn man dann so ein Online-Match startet, dann siehst du die drei Charaktere des Gegners und kannst dann dementsprechend entscheiden, welchen du deiner drei Charaktere da so nimmst, ne? Das wäre echt cool. Oh, Free Kill? Nee, okay. Es hat ja echt schwer abzuschätzen, wo die dann hinfliegen, so, ne? Oh! PK Fire, PK Fire. Freien, ein Platz noch freien. So, so ist besser. Okay, ich werde dann gleich mal gucken. Mit den Auslosen, wie es dann weitergehen wird. Im Endeffekt wäre gut, wenn wir noch einen Platz gefüllt kriegen, aber da warten wir mal ab, wie es sich entwickelt. Oh! Das war richtig krass. Ja, Nave, du bist doch schon in der, du bist doch schon mit drin, oder? Nee, bist du nicht. Dann mach jetzt nochmal bitte Join. Entries allowed. Dann mach jetzt bitte nochmal Join. Falls du noch nicht drin warst. Bei mir warst du irgendwie nicht drin, deswegen. Ja, jetzt ist voll. Sehr gut. Okay.
Kann man beim Turnier noch mitmachen? Leider nein, jetzt ist gerade voll geworden. Jetzt sieht's aus, 1 zu 1. Finale Runde. Oh, beide gehen jetzt nochmal. Da bin ich mal gespannt jetzt. Welche Charaktere sie sich aussuchen werden. Oh, Fox gegen Young Link. Interessant. Fox, warum sage ich Fox? Wolf, nicht Fox. Steht sogar Wolf dran und ich sag Fox. Idiot. Okay, jetzt machen wir mal einen Test. So. So, ich bin mal gespannt, ob der Bildschirm noch dunkel wird oder nicht. Ich finde, wenn man solche Charaktere wie zum Beispiel Wolf und Young Link sieht, dann nimmt das irgendwie an Geschwindigkeit auf das Turnier, ne? Oha, sieht nicht gut aus für Duck. Da hat Caruso vielleicht sogar seinen Main genommen, wer weiß. So ein bisschen mit Pikachu rantasten und jetzt geht's ins Main-Battle. Aber ich finde das in dem Zusammenhang auch echt immer ganz cool, wenn man mehr als nur einen Charakter hat. Aber bei dreien ist das schon ein bisschen viel. Hat er sich wenigstens Stock geholt. Alter Falter, der Backair ist so krass von Wolf, ne? Kusi, ich grüße dich. Oh! Sieht nicht gut aus mit 100%. Eine Up-Smash oder so und dann war's das, ne? Kaputt von der Arbeit. Nicht so schön. Also ich bin gerade besser Laune. Gleichfalls kaputt von der Arbeit. Auch nicht gut. Okay. Ja, der Duck, der kämpft sich noch ein bisschen zurück. Oh, das hätte echt übel enden können für Caruso. Da ist der Up-Smash. Damit ist Caruso eine Runde weiter. Ich schreibe mir das jetzt erstmal so auf. Und guck dann gleich mal weiter, wie ich das hier in Turnier einfügen kann. Weil ich bin jetzt in der Planung, wie ich es jetzt angefangen habe, ist natürlich falsch. Ich bedanke mich, Duck, dass du auch mitgemacht hast. Und es wäre nett, wenn ihr beiden jetzt erstmal die Arena verlasst.